Das passiert halt. So, jetzt haben wir's. Ja, jetzt ist auch der Marker da. Tamriel steckt voller Weisheit und Magie, wenn man nur danach sucht. Nur wenige haben ihre Augen offen. Ich habe Alvas Tagebuch. Dann stimmt es also. Diese hinterlistige Schlange. Mortal ist euch etwas schuldig. Hier. Euch ist eine Belohnung für die Aufklärung des Verbrechens versprochen worden. Aber ich möchte euch um einen weiteren Gefallen bitten. Mortal ist immer noch in Gefahr. Das Tagebuch erwähnt Movard, einen Meistervampir, von dem ich dachte, er wäre schon vor einem Jahrhundert vernichtet worden. Ich werde einige tüchtige Krieger sammeln. Sie warten draußen auf euch. Führt sie zu Movards Lager und setzt seinem Treiben ein Ende. Bis oh, zum Mann. Nächsten Mal. Überall Vampire und wir machen noch nicht mal den Dawnguard, ja, Dawnguard, Quest. Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere Hier ich mich. Wird nicht rumgetrödelt. Das ist alles, verstanden? Ich grüße euch. Könntet ihr mir nicht ein warmes Bett herbeizaubern? Nee, wohl eher nicht. Ich bin der beste Krieger in Murtal. Und das ist keine Prahlerei. Das machen wir jetzt nicht. Wo müssen wir denn ganz hin? Ach, hier gleich um die Ecke. Da vorne. Na, dann hoffe ich mal, dass die mitkommen, ohne dass ich da so jemanden anquatschen muss. Und weiter geht's. Oder sie kommen nicht mit. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ist mir sowieso lieber. Die normalen NPCs hier sind einfach alle zu schwach. Deswegen, ich laufe hier eigentlich lieber allein. Also am Anfang ist das noch ganz gut, einen Begleiter mit zu haben, aber irgendwann ist das nutzlos. Wäre schöner, wenn es ein bisschen mehr wie in Fallout wäre, wo die wirklich so ein bisschen mehr Persönlichkeit haben. Also Fallout 4 jetzt. So. Naja. Nee, wir haben nichts übersehen. So ein bisschen gucken wegen Fallen. Könnte ja immer noch sein, dass hier welche sind. Obwohl sie uns nichts antun, aber oder nicht wirklich was antun. Deine Seele gehört mir.
Ne, wir machen erstmal da hinten. Erstmal abschätzen, wo die ganzen Gänge hingehen und dann. Sieht aus, als hättet ihr noch ein. Was war das? Ist da jemand? Der Bogen ist heftig, die Armbrust ist heftig. Leute, was macht ihr denn hier? Mann, immer verwechsel ich die Tasten. Ja, ich weiß, wir waren hier gerade. Ach, die Schaufel hat nochmal Lärm gemacht. Nehmen wir sie einfach mit, macht sie keinen Lärm mehr. Ist doch wieder eine größere Höhle, als ich dachte. Ich wollte ihn außer Sichtweite von den anderen haben, damit man uns nicht gleich bemerkt. Ich speichere mal. Okay, also ich würde sagen, wir schalten zuerst ihn aus. Was war das? Ist da jemand? Bei den Göttern, nein! Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Mehr habt ihr nicht drauf? Ist da jemand? Was war das? Ist da jemand? Was?
Ist da jemand? Was war das? Mist. Ich kann euch nicht besiegen. Hallo? Wer ist da? Warum haben die jetzt diese komischen grünen Zauber dran, ne? Oh, Herrin des Todes. Oh. Herren des Todes. Also, was man so alles findet, das ist ja super. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie sie das denn in Legacy of the Dragonborn einbauen werden mit den ganzen Gläsern. Wo war jetzt der andere? Naja, ich bin wirklich mal gespannt. Hier liegt noch einer. So, weiter geht's. Die Höhle kann noch nicht leer sein. Das glaube ich nicht. Wo ging das eigentlich? Hier oben waren wir ja gerade. Wo ging das jetzt hier hin? Ist da jemand? So, wo haben wir dich? So. Ich hab doch gesagt, die Höhle ist nicht leer. Oh. Das haben wir noch nicht gelesen gehabt. Wir haben doch schon so viele Bücher gelesen, dass ich überhaupt noch welche finde, die wir noch nicht kennen. Das ist schon erstaunlich. Oh, Entschuldigung, ich habe das langsame Abbauen aktiviert. Kann passieren. Hat sich gelohnt. Hat sich komplett gelohnt, dieser Umweg. Ach Gott, ja, ich bin blind. Man sollte vielleicht auch mal nach rechts und links gucken. Entschuldigung.
Ist da jemand? Nein. Lassen wir die Spielchen. Reichlich Beute. Seht ihr, hier sind wieder Bücher, die wir kennen. Also sind nicht alles ein Fähigkeitenbuch, aber wie gesagt. Ich dachte, wir haben inzwischen so viele Bücher gefunden, dass wir gar keine anderen mehr finden, also keine neuen mehr finden. Also endlich, wir brauchen sie eh in Doppel-, Drei- und Fünffache Ausführung. Sagt, für unsere Privatbibliothek, für Legacy of the Dragonborn, für diverse Händler und... ja. Was war das? Ist da jemand? Ist noch jemand. Was ist denn jetzt los? Ach, das kann nicht wahr sein. Ich lade gleich neu, bevor ich sterbe. Ey, ja, heftige Gegner. So, dann wollen wir noch mal gucken, ob wir sie jetzt besiegt bekommen. Irgendwas ist da draußen. Oh ja. Ist da jemand? Willst du mich verarschen? Wo schießt denn das Scheißteil hin? Stirb! Ach, Mist! So, war's denn das jetzt? Nee, nee. Hier unten ist nichts, okay. Und mich ärgert das so, dass man immer wieder die ganzen Pfeile wieder suchen muss. Wo ist denn bitte Telekinese? Alle weg.
Könnte sein, nur mal durch die ganze Höhle laufen und mal gucken, ob ich sonst noch irgendwo was sonst wohin verschossen habe. Diese Kraft müsste permanent an sein. Einfach alles ansaugen, was in der Gegend rumsteht. Ja, es ist manchmal so ekelhaft. Okay, das ist tatsächlich der Eingang. Da hätten wir gar nicht andersrum gehen können vorhin. Ja, manchmal ist hier ja noch was Interessantes hinter, aber scheinbar nicht. So, dann... Hä? Hier hoch? Hier hoch? Ja, okay. Ih. Na, sieh an. Mutter ruft nach mir. Zeit für mich zu schlafen. Ich bin so müde. Danke, dass sie sich jetzt besser fühlt. Hm? Seht ihr, haben wir den Quest geschafft, ganz alleine, ohne Hilfe. Ach, hier seid ihr. Na, sehr gut. Könnt ihr wieder nach Hause laufen. Ja, fragst du dich auch. Aber ich bin ja ganz froh, dass sie nicht mit dabei waren, weil NPCs sind einfach zu schwach. Das ist fürchterlich. Oh nein. Ein Drache. Ach, ist schon ausgewählt. Sehr schön. Komm her! Oh, das Problem ist, dass der Immortal nicht landen kann. Das heißt, wir... Fuß runter! Der kann im Mortal nicht richtig landen. Das ist ein Problem, weil so kann ich ihn nur mit der Armbrust beflacken. Wozu die Eile? Komm her! Genau hier kannst du landen. Komm! Alter, komm her! Fuß runter!
So, komm her hier. Hierher, hier kannst du landen. Ja, das wollte ich haben. Ach, toll. Wie war das noch mit? Das Spiel ist zu leicht. Wie war das noch? Sehr gut. Was für eine Magie ist das? Ho, ho, ho. So, jetzt bleibt das Skelett weg, bis wir wiederkommen. So, jetzt erstmal speichern. Oh, ich bin so froh, dass Run for Your Lives funktioniert. Das Ding sorgt dafür, dass die ganzen normalen NPCs alle ins Haus rennen. So, und dann nur noch diese namenlosen Wachen in der Stadt verbleiben. Die beim nächsten Mal dann sowieso ersetzt werden. Das ist dann wirklich gut. So, und hier diese ganzen... Ja, Adeliger, das ist egal. Aber hier die ganzen normalen Bürger, die sind dann alle in Häusern, wie sie es normal auch machen würden. Ja, gut. Was ist passiert? Auf zum Jarl. Und hier ist es ja eine Frau. Müsste das nicht Jarlin heißen oder so? Ich habe keine Ahnung. Naja. Nein, reden. Nun seht euch nur an. Wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Der Vampirmeister Movart ist tot. Bei den Acht. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr das schaffen würdet. Vielleicht können wir all das jetzt hinter uns lassen. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Also, wir haben jetzt knapp 2000 Gold vom Jarl bekommen, mit den 750 von vorhin. Braucht ihr noch etwas, mein Jarl? An meinem Hof wäre noch Platz für einen neuen Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Es wäre mir eine Ehre. Viel Glück! Mhm. Wenn ihr etwas mit dem Jarl zu besprechen habt, solltet ihr zuerst mit mir sprechen. Nö, du guckst ja nur ins Feuer. Mit dir rede ich nicht.